In diesem Video schauen wir uns an, wie wir das WebDev-Laufwerk von Premiumize auch in Linux nutzen können. Es gibt da im Grunde verschiedene Wege. Wir schauen uns jetzt den Weg über die FS-Tab an. Das stellt sicher, dass es beim nächsten Hochfahren immer noch da ist, das Laufwerk. Man kann das direkt in Kodi einbinden, das habe ich in einem Video gezeigt. In Windows geht das auch. Es geht auch sehr komfortabel in Linux. Da kann man sich zum Beispiel dann ein kleines Skriptchen schreiben mit rsync, das dann immer wieder die Dateien synchronisiert, die in die Cloud geladen werden. So, ich habe mir ein bisschen sowas, ein kleines Skript zusammengeschrieben. Als erstes machen wir mal ganz vorneweg erstmal. Ich bin jetzt hier im Terminal, das heißt, ihr könnt das auf eurem Raspberry Pi oder allen anderen Geräten, zu denen ihr euch mit SSH verbinden könnt, die auf Linux oder Debian Linux in dem Fall basieren, könnt ihr das alles nachstellen, so wie ich das jetzt hier mache. Ich bin jetzt hier auf Ubuntu, aber im Terminal, also wie gesagt, alles, was euch quasi im Terminal gibt, habt ihr eine gute Chance, dass das jetzt funktioniert, was wir machen. Das erste ist sudo apt-get install und wir wollen DAFFS2 installieren und hängen da noch ein minus y dran, dann müssen wir nicht ständig bestätigen. So, das ist jetzt erstmal, hat jetzt erstmal geklappt. Wir gehen jetzt mal unter /mnt. Hier erstelle ich dann einen Ordner, den nenne ich Premiumize, permission denied, dann also auch mit sudo wieder mal. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen die Zugangsdaten hinterlegen. Dafür gehe ich in meinen Home-Ordner und da gibt es den Ordner DAFFS2. Wenn es den nicht gibt, könnt ihr den einfach anlegen, den Punkt nicht vergessen. Und hier gibt es eine Config und hier gibt es eine Datei, die heißt Secrets. Mit VI kann ich die bearbeiten zum Beispiel. Und ich habe das jetzt schon vorbereitet. Also man nimmt hier vorne einfach den Pfad webdev.premiumize.me. Hier kommt die Customer-ID und da hinten der API-Key. Kann ich hier nochmal anzeigen lassen. Das sind genau die Daten. Die werden einfach nur mit dem Leerzeichen getrennt. Kann ich jetzt wieder speichern. Passt so. Wenn wir jetzt schon hier sind, gehen wir auch gleich mal in die Config. Da gibt es nämlich eine Besonderheit bei Premiumize. Und zwar muss man die Redirection einschalten. Genau, da sind wir. Follow Redirection. Ah, bleib doch, wo du bist. So, genau. Also Follow Redirection mit X nehme ich das hier raus. Und aus der 0 mache ich eine 1. Und speichere das Ganze hier. So, als nächstes muss ich meinen Benutzer der Gruppe DAFFS2 zuordnen. Dazu könnt ihr den Befehl nehmen. Diese ganzen Befehle habe ich auch nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr jetzt hier nicht mitkommen solltet. Also den hier reinkopieren. Damit gehört er jetzt der Gruppe. Jetzt kann es sein, dass nochmal ein Neustart notwendig ist. Das sehen wir aber gleich. Als nächstes gehe ich in die FS-Tab, also auch wieder mit sudo vi etc FS-Tab. Die sorgt dafür, dass Laufwerke beim Hochfahren gemountet werden. Dazu habe ich jetzt einen String. Den habe ich mir im Grunde zusammengebaut. Da verlinke ich euch nochmal einen Artikel vom Arch Linux Wiki. So, kopiere das hier rein und speichere das. So. Genau, damit glaube ich jetzt alles getan zu haben und wir versuchen mal zu mounten. Wir können dann einfach den Befehl eingeben, mount mnt und dann premiumize. Das ist ja der Ordner. Also, dass euch der Zusammenhang jetzt nochmal klar ist, wir haben vorhin einen Ordner erstellt unter /mnt und den haben wir premiumize genannt und den gebe ich hier auch in der FS-Tab nochmal mit, dass er hier quasi den drauf mappt. So, ich versuch's mal und das scheint geklappt zu haben. Falls das bei euch jetzt nicht klappt, einmal durchbooten. Ich habe nämlich gemerkt, dass dieses User-Mod nicht mal mehr beim Neuanmelden gezogen wird, sondern dass da wirklich manchmal ein Neustart notwendig ist. So, wir schauen mal, wie das aussieht. So, jetzt habe ich hier MNT Premiumize gemountet mit meinen, ja, komischerweise 1,3 Tera. Ich gehe mal rein, wie das aussieht. Jetzt habe ich hier meinen Ordner drin und ich habe zum Beispiel meinen Film hier drin. Jetzt kann ich den, wie mit Linux halt üblich, einfach mit cp-rp oder sowas einfach kopieren. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, das ist read-only, das ganze Verzeichnis. Das heißt, ihr könnt das jetzt nicht weglöschen, wenn ihr jetzt das kopiert habt. Das ist noch ein bisschen schade, das wäre noch ganz nett, wenn das gehen würde. Wenn ihr jetzt hier eine Fehlermeldung bekommt, dann ist was schiefgegangen beim Anpassen der Config-File. Da müsst ihr nochmal gucken, dass dieses Follow Redirection tatsächlich auskommentiert ist und auf 1 steht. Jetzt sagt er mir, er hat es kopiert. Das glaube ich nicht, ja, glaube ich schon, aber wir kontrollieren es trotzdem nochmal nach. Und hier dürfte jetzt der Big Bug Bunny liegen, genau, können wir auch nochmal die Größe uns anzeigen lassen. Ja, 886 Megabyte.